dieser Porsche 911. Auf den ersten Blick ein ganz normales Auto mit Verbrennungsmotor. Und dennoch fährt er nahezu CO2-neutral. Dank E-Fuels. Ein Vorbild für den Wandel, wie auch bestehende Fahrzeuge auf unseren Straßen nachhaltig unterwegs sein können. Alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, die heute bereits auf der Straße fahren, können ohne Umbau mit E-Fuels betankt werden. Wie gewohnt an der bestehenden Tankstelleninfrastruktur und ganz ohne Einsatz von fossilen Energieträgern. Wir bei Porsche denken Nachhaltigkeit ganzheitlich. Deswegen setzen wir auf ein doppeltes E. Elektromobilität und ergänzend E-Fuels. Jedes Prozent E-Fuel als Beimischung im fossilen Kraftstoff kann den CO2-Ausstoß senken. Im Hinblick auf den Fahrzeugbestand muss die industrielle Produktion synthetischer Kraftstoffe weltweit massiv vorangetrieben werden. Und wir als Porsche nehmen schon heute bei dieser Entwicklung eine treibende Rolle ein. Doch was sind E-Fuels eigentlich genau und wie entstehen sie? Punta Arenas, Chile. Hier steht eine weltweit bisher einzigartige Pilotanlage für die Produktion von E-Fuels. Realisiert von HIF Global mit Porsche und weiteren Partnern. Der Vorteil des Standorts? Wind gibt es hier im Überfluss. Der mit Windrädern erzeugte elektrische Strom wird im ersten Schritt dazu genutzt, durch Elektrolyse Wasserstoff zu erzeugen. Außerdem soll CO2 aus der Umgebungsluft gefiltert werden. Dieses Verfahren heißt Direct Air Capture. Ergänzend kann CO2 auch aus biologischen Abfällen gewonnen werden. Das CO2 wird dann mit dem Wasserstoff verbunden. Es entsteht E-Methanol, welches dann mit Hilfe einer Methanol-to-Gasoline-Anlage in synthetisches Benzin umgewandelt werden kann. Der so in Chile erzeugte Kraftstoff besteht also aus nichts anderem als regenerativer Energie, Luft und Wasser und kann leicht, wie herkömmlicher Kraftstoff, transportiert, gelagert und verteilt werden. Für den direkten Einsatz im Fahrzeug wird der Kraftstoff dann noch veredelt, damit er der aktuellen Tankstellennorm entspricht. Es wird angestrebt, dass bei der Nutzung nur so viel CO2 ausgestoßen wird, wie der Umgebungsluft im Produktionsprozess vorher entnommen wurde. Es handelt sich dann um einen geschlossenen Kreislauf. Ziel ist hierbei, dass aus erneuerbaren Quellen eine Alternative zu fossilen Kraftstoffen für den Einsatz im Straßenverkehr entsteht. Aber mittelfristig auch für den Schiffsverkehr und für die Luftfahrt. In Chile sollen in der Pilotanlage rund 130.000 Liter E-Fuels pro Jahr produziert werden. Sie kommen im ersten Schritt im Porsche Mobile One Super Cup und in verschiedenen Leuchtturmprojekten zum Einsatz. E-Fuels sind in allen Ottomotoren problemlos einsetzbar. Also auch in Hochleistungsmotoren aus dem Rennsport. So können alle Fahrzeuge ihren Teil dazu beitragen, CO2 zu reduzieren. Weltweit gibt es heute mehr als 1,3 Milliarden Verbrennungsfahrzeuge. Davon werden noch jahrzehntelang viele auf unseren Straßen sein. Wir müssen auch den Besitzern von Bestandsfahrzeugen durch diesen Ersatz zu fossilen Brennstoffen eine Perspektive bieten. Das Potenzial von E-Fuels ist riesig. Porsche engagiert sich mit dem E-Fuels-Projekt für neue Wege zu sektorübergreifender, nachhaltiger Mobilität. Ganz in der Tradition des Porsche-typischen Pioniergeists.